Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 22. November 2018. Bevor ich starte, möchte ich die Neuigkeiten verkünden. Ich biete ab sofort WhatsApp-Beratungen an. Mein Honorar beträgt, so wie bei Blitzberatungen auch, pro Frage 10 Euro. Meine Nummer ist 0034664804828. Ich wiederhole 0034664804828. Unten ist es auch verlinkt. Jetzt zum Astrologie. Das ist indische Astrologie und ich erwähne immer wieder, die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, die berücksichtigen die Präzession, also nicht wundern, dass hier das anderes ist als im westlichen Astrologie, im westlichen Horoskopen. Wir haben vier Grundelemente: Feuerelement, Erdeelement, Luftelement und Wasserelement, und das beeinflusst unseren Alltag. Es gibt auch in indischen Astrologie ein fünftes Element, und das ist die Äther oder Prana, das ist die Verbindung zum höheren Bewusstsein, zum Göttlichen. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion, und die Tierkreiszeichen Skorpion gehört zum Wasserelement, und Wasserelement hat einen Bezug zu unserem Unbewussten, zu unseren Gefühlen. Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Widder, und Widder gehört zum Feuerelement. Mond ist im Grenzbereich, das heißt, übergeht dann im Stier und vertritt dann die Erdeelement. Aber bei Sonnenaufgang ist Mond noch in Feuerelement. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann, und die Tierkreiszeichen Wassermann gehört zum Luftelement. Ich setze Mars zum Luftelement. Merkur ist rückläufig. Merkur hat einen Einfluss auf unsere Handlungen, für Termine, Verträge, aber auch für Kommunikation. Diese Rückläufigkeit bedeutet, wir verschlucken die Sprache. Es ist schwierig, das auszudrücken, was wir denken und fühlen. Manchmal bremst es etwas, gerade bei Verträgen oder bei Terminen. Bedeutet diese Rückläufigkeit aber auch Vergangenheit, dass jemand meldet sich von Vergangenheit. Merkur ist in Tierkreiszeichen Skorpion, also gehört zum Wasserelement. Jupiter ist die innere Sonne, zeigt unsere Größe. Und wenn wir damit bewusst sind, dann bringt auch Glück in unserem Leben. Jupiter vertritt auch die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Alles, was wir in Ursache setzen, kehrt auf uns immer zurück, aber zeigt auch die Ungerechtigkeit, dass wir da auch die Augen öffnen. Jupiter bewegt sich in Tierkreiszeichen Skorpion nach indischen Berechnung. Ich setze Jupiter hier im Wasserelement. Venus ist die weibliche Energie, vertritt die Weiblichkeit, die Schönheit, die Ästhetik, Kunst, Kreativität, Schönheit, Harmonie. Immerhin ist Venus die Liebesgöttin Aphrodite. Also hat ein Einfluss auf unserem Liebesleben.
Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Waage und fühlt sich auch pudelwohl in Tierkreiszeichen Waage, weil herrscht über diese Tierkreiszeichen. Venus ist im Luftelement, Waage gehört zum Luftelement. Saturn erdet. Ich setze Saturn in die Mitte und wir können leicht erkennen, die Wasserelement ist Beton. Wir leben unserem Unbewussten intensiver und nehmen intensiver unseren Gefühlen wahr. Dann kommt eine gewisse Leichtigkeit dazu, besonders was die Liebe, Partnerschaft betrifft. Mond aktiviert etwas an uns, beeinflusst unseren Alltag, beeinflusst unsere Stimmung, unsere Gefühle. Hier bei Feuerelement ist natürlich die Begeisterung, bei Widerenergie ist das auch oft ein Neuanfang, übergeht zum Stier, das heißt, es wird Realität oder wir kümmern um die Finanzen. Die Tierkreiszeichen Stier hat einen Bezug zum Finanzen. Aber als Ausgleich sollen wir die Erdelement betonen, die Realität betrachten, unsere Finanzen, unsere beruflichen Situation. Und hilft auch, die Natur bewusster betrachten und auch bewundern. Und jetzt übergehen wir in den zweiten Teil des Horoskopes. Jetzt sind wir im zweiten Teil des Horoskopes am 22. November 2018. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Skorpion in Osthorizont auf. Und das bedeutet für die Skorpiongeborenen die Suche nach die Wahrheit, dann die Auftreten, das Bedürfnis wahrgenommen zu werden, ändert sich momentan das Aussehen oder das Auftreten oder die Persönlichkeit. Im nächsten Platz ist die Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und Finanzen. Und dieser Platz vertritt jetzt in diesem Monat die Tierkreiszeichen Schütze. Das sind natürlich für die Schützengeborenen wichtige Themen. Dann folgt die vertraute Umgebung. Verwandte, Nachbarn, Bekannte, Kommunikation, Medien, Austausch, Schulungen, einiges in Bewegung, kleinere Veränderungen, kleine Reise, all das ist möglich bei den Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen. Jetzt sind wir im tiefsten Punkt des Horoskopes, was ich immer mit einem Baum vergleiche. Also wir sind im Wurzel des Baumes, das gibt uns Halt, Sicherheit, Stabilität und in diesem Platz liegt unser Zuhause, wo wir zurückziehen können, beschützt uns, wir finden die Ruhe und im Ruhe liegt auch die Kraft und das braucht gerade die Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen. Aber Themen wie Zuhause, Immobilien sind auch möglich. Ein Umzug oder Veränderung in Wohnsituation. Dann kommen die Kinder. Natürlich bedeutet auch unseren eigenen Kinder, Enkelkinder oder die Bezug im Allgemeinen zum Kinder, aber auch unserem inneren Kind und unserem Vergangenheit. Die Rückblick, die Erinnerungen an unsere Kindheit und diesem Platz liegt auch die schöpferische Kraft. Unsere Ideen verwirklichen, aber eine Art spielerische Art und Weise. Dann kommen die Pflichten. Und das haben wir alle, Arbeit, Pflichten. Und hier in diesem Bereich gehört auch Gesundheit, das körperliche Gesundheitszustand, weil wir können dann arbeiten und unseren Pflichten nachgehen, wenn wir gesund sind. Und das sind die Hauptthemen dieses Monats der Wiedergeborenen. Und dann folgt die Verträge, Verbindungen. Aber dieser Platz vermittelt auch die Partnerschaft. Und in diesem Platz liegt die Tierkreiszeichen Stier. Das ist die Monatsthemen.
bei Stiergeborenen. Dann kommt die Wandlung, die Transformation. Und hier sind auch die Tabuthemen wie Geld und Sexualität. Und das kann auch ein Thema sein, gerade bei den Zwillingsgeborenen. Dann folgt eine große Reise, Verbindungen zum Ausland, Reisen, Besuch von Ausland, Fremdsprache, fremden Kulturen. Aber diese große Reise kann auch eine innere Reise sein. Und das ist im Monatsthema bei Krebsgeborenen. Jetzt sind wir im höchsten Punkt des Horoskopes und das ist die Krone des Baumes. Und hier liegt dieser Monat die Tierkreiszeichen Löwe. Und das bedeutet für die Löwengeborenen Anerkennung, Ansehen, Respekt und das wünschen auch die Löwengeborenen. Und hier in diesem Platz liegt auch die wahre Berufung. Und viele Löwengeborenen suchen gerade ihren wahren Berufung. Dann kommen die Hoffnungen, die Wünsche, die Sehnsüchte und auch die Freundschaften. Und wir sollen auch mit unseren eigenen Wünschen auch Freundschaft schließen, auch ernst nehmen. Und das sind die Themen bei Jungfraugeborenen. Und dann die letzte Platz liegen die Geheimnisse, das Verborgenen. Und diese Verborgenen liegt gerade die Tierkreiszeichen Waage. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion, logisch, hier ist Sonnenaufgang und zeigt die Osthorizont. Gegenüber ist die Westhorizont und in dem Moment, wo die Sonne aufgeht, geht die Tierkreiszeichen Stier in Westhorizont unter. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Widder. Also wichtige Themen sind gerade Arbeit, Pflichten, Gesundheit. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Wenn wir in Kraft bleiben möchten, dann brauchen wir einen gewissen Rückzug, unserem eigenen Zuhause auch mal genießen, zur Ruhe kommen, weil in dieser Ruhe liegt die Kraft. Merkur ist in Tierkreiszeichen Skorpion, Vergangenheit, Themen von Vergangenheit. Wie ein Sonnenaufgang geht das nach oben ins Licht, das heißt, die Wahrheit kommt ins Licht. Jupiter befindet sich auch in Skorpion, also auch die Gerechtigkeit ist gerade wichtig. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Waage, das sind die Heimlichkeiten im Leben. Oder es gibt Menschen, die nicht gerne darüber sprechen möchten oder ein gewisser Rückzug ist auch möglich. Saturn befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Lernaufgabe sind die Werte, Wertschätzung, Finanzen in Ordnung zu bringen. Uranus ist rückläufig in Tierkreiszeichen Widder. Das sind Umbrüche, Veränderungen, plötzliche Ereignisse, Unerwartetes. Und hängt auch mit Vergangenheit zusammen. Neptun ist der Planet unserer Träume, aber manchmal Täuschungen und Enttäuschungen sind möglich bei Neptun-Energie. Neptun befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann, ist rückläufig, also hier gibt es auch alte Themen oder Erinnerungen. Pluto befindet sich im Schütze, also im inneren Kraft bleiben. Und um die Finanzen kümmern, besonders die Schützengeborenen, das ist die Fokus, gerade die Finanzen. Mondenergie von Tierkreiszeichen Widder unterstützt die Löwengeborenen und die Schützengeborenen, beeinflusst den Alltag, aber unterstützt auch die Wassermanngeborenen und die Zwillingsgeborenen. Für die Waagegeborenen ist es speziell. Die Mondenergie spiegelt etwas für die Waagegeborenen und die Waagegeborenen sollen in diesem Spiegel schauen und im inneren Gleichgewicht bleiben. Hilft auch für die Stiergeborenen und Fischengeborenen.
Diese Mondenergie, und es beeinflusst unseren Gefühlen, unserem Alltag, verunsichert zurzeit die Skorpiongeborenen und die Jungfraugeborenen und entsteht Spannung, Nervosität bei Krebsgeborenen und bei Steinbockgeborenen. Die Krebsgeborenen und die Steinbockgeborenen haben karmische Themen. Aktiviert Uranus, aktiviert auch die Sonne gerade. Und bei Steinbockgeborenen ist die Vergangenheit. Einiges werden die Steinbockgeborenen loslassen. All das, was blockiert, die Belastungen, das ist hier die karmische Lernaufgabe. Und durch die Sonnenenergie, was sehr harmonisch wirkt, gerade auf die Steinbockgeborenen, wird das auch klar sein. Und die Steinbockgeborenen treffen auch klare Entscheidungen. Die neue Richtung, die neue Weg, die Suche, den Platz im Leben, wo möchte man leben, welche Beziehung möchte man leben und wo liegt die Berufung. Diese Suche haben die Krebsgeborenen und das aktiviert Uranus, die rückläufige Uranus. Natürlich kommen auch Erinnerungen. Bei dieser Verbindung wieder Krebs, die sind keine schönen Erinnerungen, also das ist schon eine Herausforderung für die Krebsgeborenen, aber die Sonnenkraft begünstigt, also die Zukunft liegt schön da und kommt das Licht, kommt die Orientierung und die Krebsgeborenen werden auch von einiges befreit sein und fangen etwas Neues an. Sie nehmen ihren Platz ein im Leben. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich habe die chinesische Astrologie auch gestartet. Das läuft aber nicht in diesem Kanal, sondern es läuft bei Orientalisches Liebesorakel. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo, ein ganz tolles Angebot für Weihnachten. Weihnachten nähert sich und ich dachte, ihr sollt euch selbst auch mal beschenken. Und dazu ist dieses Weihnachtsangebot. Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail, beschreibt eure Lebenssituation, auch was wollt ihr verändern. Verbessern, ob das beruflich ist oder finanziell oder betrifft das die Liebe, Partnerschaft, all das, was euch gerade beschäftigt, auch eure Wünsche und Sehnsüchte, aber auch euren Zweifel und Ängste. Dann schreibt bitte dazu euren Geburtsdatum mit Uhrzeit, wenn das möglich ist, weil das brauchen wir für die Ritual. Dann werde ich etwas zusammenstellen für euch persönlich und das ist maßgeschnitten, passt auf eure Persönlichkeit, passt auf eure Lebenssituation und hilft und unterstützt euch energetisch. Dieser Ritualset besteht aus einer Ritualkerze. Dann kommt dazu ein Ritualöl, wunderbarer Duft und noch die Düfte, die Räucherstäbe und einen passenden Halbedelstein. Die Besonderheit an diesem Angebot ist, dass ihr bekommt noch zwei Steine dazu, zwei Steine aus dem Meer, was ich selber sammle. Eine von diesen beiden Sternen soll euch innerlich stärken. Das ist ein Geschenk von mir aus Dankbarkeit. Und die zweite Stein wird mit Energie aufgeladen, die weiblichen Energie des Meeres. Und mein persönlichen Energie ist auch weiblich. Und dann kommt die Sonnenkraft dazu und die schamanischen Trommel. Das ist die männliche Energie und bildet sich eine Einheit. Und ich male noch dazu ein Runensymbol auf diesem Stein. Passend auf eure Situation, passend auf eure Persönlichkeit. Und diesem Runenstein dient als Amulett. Das schützt euch, hilft, dass alles in Bewegung kommt und bringt euch Glück.
Diesen besonderen Runenstein als Amulett könnt ihr selbstverständlich auch separat bestellen. Der Preis beträgt 10 Euro. Wenn Interesse besteht, dieses Weihnachtsangebot zu nutzen, für euch persönlich oder wollt ihr jemand beschenken, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Infovideo über Aura und Aura-Reinigung. Über dieses Thema habe ich ein Klärungsvideo gemacht und ich werde dieses Klärungsvideo nicht veröffentlichen. Wenn ihr wirklich ernsthafte Interesse daran habt, über dieses Thema mehr zu erfahren, was ist Aura und was ist Aura-Reinigung, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt die Link dazu zu diesem Klärungsvideo. Dieses Klärungsvideo über Aura und Aura-Reinigung ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.